Der Angriff auf die Zitadelle von Windringsbrunnen ist in Gange und das Schicksal der Belagerung wird sich schon bald entscheiden. Hilf Kyrosrum dabei, die Festung zu erobern und die Kontrolle über das Tal zu erlangen. Du hast bei der Konfrontation der beiden Archonten gezeigt, auf wessen Seite du stehst. Sprich mit dem Eisenmarschall in der Nähe des Übungsplatzes, um mit dem Angriff zu beginnen. Fatebinder, what do you need? Ich will dich etwas über unsere Reisen fragen. What did you have in mind? Was hältst du von unserer momentanen Lage? Nun, es wurde ein Indikt über unseren Köpfen. Wenn du mich fragst, hat uns die Inkompetenz der Geschmieden in diese missliche Lage gebracht. Und nur der Zorn des Schalachrotes Kurk kann uns wieder aus ihr befreien. Mit anderen Worten, es ändert sich nichts. Was hältst du von unseren Reisengefährten? Was hältst du von Lantry? Ich wollte dich schon nach ihm fragen. Lantry ist redselig, liest, wenn er nicht schreibt und ist auf dem Schlachtfeld so nützlich wie ein kranker Vogel. Die Krieger an deiner Seite sollten nicht an Altersschmerzen in ihren Schwertarm leiden. Dir wäre besser gedient, wenn du ihn von seinem Leiden erlöst. Ich mag Lantry, ich betrachte ihn als Freund. Oh, bitte verzeih mir, verdammt nochmal, Schicksalsbinder. Wenn ich gewusst hätte, dass es unser Ziel ist, Freude zu finden, hätte ich meine Lebenserwies und ein paar Kekse aus dem unbeugsamen Land mitgebracht. Ich vertraue Lendry nicht und er wird unser aller Tod sein. Wenn ich ihn zucken sehe, mache ich vielleicht den ersten Schritt. Was hältst du von Beric? Er ist nun, ich muss ihm ein wenig zugestehen, er ist komplizierter, als er aussieht. Er ist immer noch ein intoleranter und kompromissloser Bastard, aber es ist eher seine Sorge als meine. Zurück zu meinen vorigen Fragen. Erzähl mir von der Zeit beim Schlachtrotenkorps. Was hältst du von den Geschmähten? Was hältst du von jenen, die sich Kyros Autorität widersetzen? Das Stufenvolk kann entweder kämpfen oder sich Kyros Frieden unterwerfen. Und nur eine dieser Optionen weckt mein Interesse. Ich denke, ich respektiere es, wenn sie kämpfend untergehen. Würden sie es nicht tun, müsste ich mir einen anderen Grund suchen, sie zu häuten. Ich mag Lyra ein bisschen mit ihrem Zynismus. Sie müssen eines verstehen, ob wir die Stufen unter einem gemeinsamen Banner vereinen oder auf dem Grund eines Massengrabs, macht für dich, für mich und für Kyros keinen Unterschied. Du hast eine interessante Sicht auf die Eroberung. Es ist zumindest eine pragmatische Sicht. Der Schalorote Chor hat schon zu Beginn des Feldzugs diesen Einfall gehabt. Wenn jemand sich beschwert, dass wir hier sind, und um auf eine Schneise aus Blut zu schlagen, um uns zu bereichern und zu amüsieren, dann ist das unser Zweck. Außerdem hat die Vereinigung ein solch vages Konzept, das Kyros den Geschmähten und dem Chor erlaubt, es so zu interpretieren, wie sie es eben möchten. Der Oberherr interessiert sich für Ergebnisse. Ich konzentriere mich gern auf die Details. Vor allem, wenn das bedeutet, dass ich einem Bauern die Beine abschneiden darf, während seine Familie zusieht, wie ihr Land abbrennt. Wo ist da bitte Ordnung und Frieden? Das soll mir Nerat mal erklären. Das ist doch furchtbar. Du bist widerwärtig. Es ist keine Schande, Freude an seiner Arbeit zu haben. Das stimmt allerdings, auch wenn die Arbeit furchtbar ist. Nein, nein. Sogar Markus und Lucia stehen bereit. Erdhexen, Steinschilde. Halbmondläufer, noch Erdhexe. Eisenschreiter, der sieht böse aus.
Scheint auch ziemlich stark zu sein, wenn ich da unten den Werten glauben darf. Ausdauerverteidigung, parieren, ausweichen, Rüstung gegen Stichschaden und so weiter. Und das Edikt der Hinrichtung wirkt noch auf ihn. Okay, dann wird es Zeit, mit dem Eisenmarschall zu reden. Die Zeit ist gekommen, sagt Eisenmarschall Arrhenius, während sie dir mit einem gelassenen Lächeln zunickt. Jetzt marschieren wir gegen Vendriens Brunnen, um dem Stufenvolk den Preis für seinen Aufstand zu zeigen. Sie schaut in beide Richtungen und beobachtet die Bewegungen der Eisenkrieger, die sich auf die Schlacht vorbereiten. Kyros Edikt wird schon bald zur Geltung kommen. Wir sollten sofort losziehen. Ich könnte deine Unterstützung gebrauchen, Schicksalsbinder, falls du dazu bereit bist. Wir sind eine verschworene Truppe, aber was wir an Qualität haben, fehlt uns an Truppenstärke. Wirst du mit uns in die Schlacht marschieren? Ich werde mich euch für diese Schlacht anschließen, aber dieser Kleinkrieg zwischen den Armeen gefällt mir gar nicht. Ich werde mich dir für diese Schlacht anschließen, auch wenn wir dabei Chorblut vergießen müssen. Was ist mit dem Schlachtroten Chor? Wirst du mich auffordern, auch gegen sie zu kämpfen? Es kränkt uns, Kyros Frieden zu brechen, aber Neras Stimme ist wie ein Körperteil mit Wundbrand. Der Sorte von Krankheit, die einen unbehandelt von innen heraus tötet. Sie schüttelt den Kopf und senkt ihren Blick. Also ja, sollte der Chor zwischen uns und unserem Ziel stehen, und das wird bestimmt so kommen, dann werden wir Blut vergießen müssen. Ich werde mich dem Krieg anschließen, aber der Kleinkrieg gefällt mir nicht. Zorn bei den Geschmähten. Ja, der Oberherr bringt den Frieden. Diese Art von Unordnung widerspricht der Harmonie, die uns Kyros gibt. Wir werden uns für unser Handeln zur rechten Zeit verantworten müssen, aber fürs Erste hängt unser Überleben an der Eroberung der Himmelfahrtshalle. Die Vernichtung des Schalachroten Chors ist in jeder Hinsicht Notwehr. Unsere Truppen nehmen jetzt im Moment Aufstellung. Wir treffen uns bei der Zitadelle. Graven Ash beschützt. My armor feels lighter. Seine Rüstung fühlt sich leichter an. Ja, Stufenaufstieg. Was brauchst du denn? Nochmal Lebenspunkte wären nicht schlecht, wobei du hältst schon ziemlich viel aus. Du bräuchtest was, was Einhandwaffen steigert, also Genauigkeit wäre nicht schlecht. So, jetzt hier drüben. Wollte ich eigentlich mehr auf Wächter gehen als auf Bestrafer, weil das hier habe ich ja bereits freigeschalten. Und die anderen Sachen? Nee, Feinde aus der Kampfbindung, Haltung Phalanx, Bewegungsgeschwindigkeit, Vergeltung. Das ist nicht schlecht, doppelter Angriff. Ist wahrscheinlich besser als erstmal die Phalanx. Das ist auch nicht schlecht. Also krachendes Eisen ist eine ziemlich nice Sache. Und ja, die Phalanx-Haltung kann ich irgendwann mal freischalten. Ich brauche ja eh dann noch 3 Punkte, um die nächste Stufe freizuschalten. Aber jetzt verbessere ich erstmal krachendes Eisen. Kein neues Send schreiben. Reise zur Zitadelle von Vendriens Brunnen und unterstütze die Geschmähten bei ihrem Angriff. Das ist cooler. Gucken wir mal in die Reputation. Scharlachroter Chor haben wir schon Stufe 1 an Zorn erreicht. Während unsere Gunst... Kacke ist. Aber ja. Geschmähte. Sind wir ganz gut dabei, dass wir die Gunst des Schicksalsbinders sammeln und Zorn ist doch zu verkraften. Wir sind noch unter als Zorn. Vendrienwache hingegen haben wir bei den vollen Zorn. Also die passive Zornfähigkeit. Oh, -2 Genauigkeit für 3 Sekunden und alle 3 Sekunden wird das ausgelöst. Das ist gut. Netians Kreuzung, da hätte ich gerne die Gunst, auch wenn es nicht so wichtig ist, weil ich bin ja der
Verwalter von Lydias Kreuzung. Ach ja, Sirin. Depp. Beide habe ich Loyalität. Sie könnten beide in meine Gefährtengruppe aufgenommen werden. Ist schon mal gut zu wissen. Landry habe ich Loyalität. Beric habe ich gut Loyalität. Lyra habe ich Zorn, aber auch Loyalität. App Loyalität, das könnte sich gut machen. Und Sirin, die Archontin der Lieder, kann ich auch gut Loyalität gebrauchen. Tunon? Ja, Tunon sollte ich immer auf meiner Seite haben, mein Chef. Graven Ash ist voll bei Gunst. Oder fast voll. Was cool ist. Und ja, Nerat geht immer mehr in den Zorn über. Hm. Verbundene Reputation. Nerat stimmen. Vendrinwache und Lydian Kreuzung hat keine verbundenen Reputation. Die auch nicht. Tunon auch nicht. Aber er halt Geschmähte. Und hier beim Scharlachroten Chor. Okay. Du hast noch den Lebensbuff drauf, ja. Der bringt nur was, wenn ich ihn im Kampf finde. Oh, aber dadurch ist seine Verwundung weggegangen. Das ist gar nicht mal so schlecht. Oh, ich kann die Illering-Ruinen nicht betreten. Also auf zur Zitadelle. Da müssen wir aber leider an am Lager des Chors vorbei. Scheint aber zu klappen, ohne dass wir vom Chor überfallen werden. Also ja, das bisschen Zorn, was wir bis jetzt bei den Geschmähten gekriegt haben, das wird jetzt nicht so schlimm sein. Und ich glaube, es ist ja mittlerweile für jeden eindeutig, dass ich mich mehr darauf konzentriere, mich mit den Geschmähten zu verbinden. Mein Superior ist just ahead of us. You'll know her as the Iron Marshal. Oh, da ist Eisenmarschall Arrhenios jetzt schon. Die da machen Probleme, die halten den Schützen wohl die Mauer mit ihren Schriftrollen. Schicksalsbinder hierher. Der Eismarschall heißt ihn mit einem scheppernden Salut willkommen. Der Feind hat zur Verlangsamung unseres Vormarsch nur ein kärgliches Häuflein Soldaten zurückgelassen. Der Rest ihrer Krieger hat sich in der Zitadelle verbarrikadiert. Es macht keinen Sinn, sie irgendwie herauszulocken. Wir müssen den Kampf ins Innere der Zitadelle tragen. Auf diese Mauer deutet nach Norden, konzentrieren die Erdtexte ihre Magie. Da der Turm so nahe ist, können sie sich bei ihren Erschütterungssigillen keine Ungenauigkeiten leisten. Und wenn wir die Schussweite durchdringen wollen, müssen wir die Magier der Verteidiger bekämpfen. Wie kann ich behilflich sein? Was ist mit dem Scharlachroten Chor? Das frage ich mich selbst auch. Wir sind zuerst hier eingetroffen, was mich nicht wundert, wenn man bedenkt, wie lange es dauert, einen so ungeordneten Sauhaufen irgendwo hinzubekommen. Täusch dich nicht. Ich bin mir sicher, dass sie bald über uns hereinbrechen und unser Tänzchen hier noch komplizierter machen werden. Graven Ash hat uns für den Fall, dass uns irgendein Chormann an der eroberten Himmelfahrtshalle hindern will, die Selbstverteidigung gestattet. Dies könnte bedeuten, dass wir komplett vom Feinden umringt sein werden, aber der Chor ist kaum ein angemessener Gegner. Bestenfalls könnten sie uns etwas hinhalten, aber in Anbetracht des drohenden Edikts ist das gefährlich genug. Was können wir von den Eidbrechern erwarten? Nun, in letzter Zeit haben wir der Wache ein paar bleibende Wunden geschlagen. Die Hauptmänner sind erledigt, ihre Kampfgruppen versprengt und wir haben mehr als 2 Dutzend erschlagene Krieger gezählt. Ihre Gezeitenwirkerin ist immer noch am Leben. Speer haben sie auf der Brüstung rüde Gesten machen sehen. Wir wissen, dass ein paar Weiße, die das Edikt des Feuers überlebt haben, mittlerweile auf der Seite der Einbrecher stehen. Und dass sich unter ihnen eine Gezeitenwirkerin befindet.
Der Fight Cadis wird unsere Kampffähigkeit nicht aufnehmen, aber vielleicht machen ihre magischen Verbündeten dies zu einer interessanten, zu einem interessanten Kräftemessen. Wie kann ich behilflich sein? Die feindlichen Weißen wirken irgendeine Art von Schutzmagie, von der das Mauerwerk zusammengehalten wird. Du musst sie für mich zum Schweigen bringen. Geh nach Osten und finde einen Weg über die Mauer. Meine Truppen sind nicht fürs Klettern ausgerüstet. Töte die Weißen. Die Erdwechsel werden uns da den Weg frei machen und wir werden uns im Inneren treffen. Und nun bringe Kyros Ruhm. Wenn du im Kampf verwundet wirst, dann komm zu mir.